Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bleibt immer schön sportlich fair in den Kommentaren. Los geht's jetzt mit Mainz gegen RB Leipzig. Viel Spaß dabei. Das letzte Freitagabendspiel der Saison steigt also zwischen dem ersten FSV Mainz und RB Leipzig. Es geht für Mainz noch darum, den 10. Platz zu erreichen. Das war die Ansage von Sandro Schwarz. Leipzig hat sich für die Champions League qualifiziert, startete hier durch das Tor von Konrad Leimer, aber perfekt rein. 6. Spielminute, sein 2. Saisontor, zielte ans kurze Eck und lässt dann mit diesem wuchtigen Schuss, der noch an den Pfosten prallt, Florian Müller keine Chance. Der erste FSV versuchte dann schnell zu antworten, knappe Viertelstunde gespielt. Karim Onisivo mit der Flanke, Mateta setzt sich im Kopfballduell gegen Willi Orban durch und es stand 1:1. 15. Spielminute, ein sehr munterer Auftakt zwischen zwei Mannschaften, die eben wirklich nicht mehr so viel zu verlieren haben. Und dadurch war es ein offen, siefgeführter und unterhaltsamer Kick. 10 Minuten bis zum Pausenpfiff. Nun wieder die Gastgeber. Schöner Ball und Quaison mit dem vollen Risiko versucht das da. Schöner Ball, da mit dem linken Fuß hat er Pech, dass er nur das Aluminium trifft. Und nochmal die rot-weiß gekleideten Mainzer. Donati legt zu Gilbert, der nochmal zu Boetius und Donati muss hier das 2:1 machen. Das weiß er selber, Riesenchance, stark durchgesteckt. Und dann fehlt aber im rechten Verteidiger die Präzision im schwächeren linken Fuß. 1:1 nach 45 Minuten, sogar etwas glücklich für Leipzig, weil eben die Elf von Sandro Schwarz richtig stark aufspielte. Und vor allem auch befreit, das merkte man. Nächste Chance, Quaison, 53. Minute und Peter Gulaschi, der schon gegen den Sportclub aus Freiburg die 3 Punkte festhalten konnte, hier wieder in Szene gesetzt. Im kurzen Eck muss er natürlich auch da sein, ist er dann auch und macht er richtig stark. Anschließende Aktion von Leipzig, weiterhin zu wenig zu sehen. Onisivo und dann Boetius und wieder Peter Gulaschi. Es war für den ersten FSV zum Verzweifeln und Leipzig enttäuschte nun doch auf ganzer Ebene. Kontersituation Leipzig ohne Abschlüsse und trotzdem auch ohne richtig gute Absicherung. Mainz machte das aber auch stark. Mateta und Onisivo, der sich da absetzt in der Mitte von Lukas Klostermann, bringt das Ding rein. 70. Minute. Willi Orban, von dem setzt er sich ab. Pardon, sieht bei beiden Szenen nicht glücklich aus. Und im Anschluss verwalteten sie das nicht nur, sondern setzen nochmal ein drauf. Wollten sie zumindest versuchen. Der Kopfball von Robin Quaison ist das letzte Highlight hier in dieser Partie. Nochmal schön gesetzt vom Schweden. Der wollte nicht reingehen. Dennoch gewinnt der erste FSV Mainz mit 2:1 absolut verdient gegen Leipziger, die nach der frühen Führung wirklich dann im Anschluss enttäuschten. Der eine Punkt beim 1. FC Nürnberg könnte am Ende noch Gold wert sein. Im Endeffekt musste man glücklich sein, durch den verschossenen Elfmeter von Tim Leibold nicht gänzlich die Punkteausbeute auf Null legen zu müssen. Jetzt war es der Gast aus Hannover 96 tatsächlich mit der ersten Chance. Bayern München in der Offensive klar dominant, 80% Ballbesitz, aber die Chance gehörte erstmal der Elf von Thomas Doll. Da ließen sie sich auskontern. Die Münchner hat man in dieser Saison schon häufiger gesehen, obwohl man das in der Rückrunde weitestgehend abstellen konnte. Nun wieder eine Situation ähnlich wie schon vorhin. Muslia mit der Flanke, aber Süle passt auf, köpft das Ding raus. Kann auch ganz ins Auge gehen mit einem Eigentor, aber es spielte vielleicht auch das Glück des Tüchtigen mit rein. Nun aber mal die Bayern. Mal die Bayern. Kingsley Coman in der 37. Spielminute. Das kann doch nicht wahr sein. Der Ball wird länger und länger und schlägt dann ein. Michael Esser. Der ist perfekt platziert. Wahnsinn. Und so ging es dann nach 45 Minuten mit Führung für die Bayern in die Katakomben und Hannover 96 hatte sich eigentlich
nichts vorzuwerfen. Die kleine Hoffnung war ja da nach dem 1:0 gegen Mainz zum Relegationsplatz, aber spätestens der Sieg von VfB Stuttgart gegen Gladbach machte diese Hoffnungen dann wieder zunichte. Halbe Stunde noch zu spielen, Goretzka mal wieder mit einem Ausrufezeichen. Hannover 96 kam mittlerweile aber nicht mal mehr über die Mittellinie und die Bayern brauchten einfach nur den nächsten Treffer. Das ist Leon Goretzka, viel zu einfache Körpertäuschung und jetzt war er erfolgreich. 8. Saisontor und jetzt war die Partie natürlich entschieden. Das geht viel zu leicht. Aus Verteidigersicht darf das so niemals passieren und Esser wieder geschlagen. Keine 20 Minuten mehr auf der Uhr, sie spielten das jetzt locker runter. Thiago setzte nochmal einen drauf. 73. Minute, 3. Saisontor für den Spanier. Und damit auch wieder standesgemäß dieser Erfolg. Nachspielzeit. Martinez nochmal. Der Ball auf die Außenbahn gelegt. Da spielten sie jetzt auch Katz und Maus mit den Hannoveranern. Lewandowski mit der letzten Möglichkeit. Philippe schmiss sich rein. Doch die Möglichkeiten waren bei den Niedersachsen am Ende einfach begrenzt. Esser ärgert sich, hat super gehalten, kriegt trotzdem 3 Dinger rein und weiß, dass das der Abstieg war. Bayern hingegen ist auf dem besten Wege, den nächsten Titel einzufahren. Jetzt folgen aber noch Spiele gegen Leipzig und Frankfurt. Borussia Mönchengladbach empfing am Samstag um 15.30 Uhr die TSG 1899 aus Hoffenheim und die Gäste wollten hier den Patzer gegen Wolfsburg, das 1:4 schnell wieder gut machen. Das ist Karl Rabeck. Scholloy legt zu Nico Schulz. Der wird nicht richtig angegriffen, legt ihn sich auf den starken linken Fuß und setzt ihn dann oben links rein. Nico Schulz auch mal bei Gladbach aktiv gewesen. Eiskalt. Super Abschluss. Natürlich nicht zu halten für Jan Sommer. Aber Gladbach wollte schnell die Antwort finden und spielt nun auch endlich zielstrebig nach vorne. Player setzt sich da durch. Dann Baumann, der sehr unglücklich aussah gegen den VfL Wolfsburg, kann hier erstmal etwas Sicherheit über diese Szene, diese einfache Parade erlangen. Keine halbe Stunde gespielt und Gladbach mit schon sehr viel Risiko. Wieder Nico Schulz und das muss es natürlich sein. Hat da viel Zeit zum Überlegen, kann noch Sommer fragen, wo willst du ihn hinhaben? Ja, der sagt auf die Flossen und das bekam er dann auch. Nun wurde aber Gladbach vor der Pause endlich mal richtig vorstellig und Baumann konnte sich gut auszeichnen. Hermann da auf der rechten Seite relativ frei, der fackelt gar nicht lange rum und dann fährt Baumann die rechte Pfote aus und hält das Ding fest. Stark gemacht, nach 45 Minuten stand es dann verdientermaßen 0:1, weil Hoffenheim über die erste Hälfte hinweg gesehen die bessere Mannschaft war. Aber Gladbach nun etwas mit mehr Schwung in den zweiten Durchgang. Thorgan Hazard kann in die Mitte legen, macht es aber selber. 10. Saisontor. Der Belgier, der auch in den letzten Wochen sich einiges anhören musste, zeigt nochmal in einem seiner letzten Heimspiele für Gladbach, wo seine Qualitäten liegen. Nun wieder Hoffenheim. Kader Rabeck und sollte jetzt wirklich das Problem der Sinsheimer wiederkommen. Die schwache Chancenverwertung, der war jetzt wirklich nicht so einfach zu machen. Da setzt er sich gut durch gegen ja fast 3 Mann, die da um ihm rumstehen. Aber er kann dann nicht erfolgreich einnicken. Stunde gespielt, die blauen Gäste nun wieder deutlich dominanter. Nico Schulz anfasst jeder offensiven Szene beteiligt. Andrej Kramaric in der 61. Minute dann wuchtet drauf mit dem rechten Außenriss, aber auch nur ans Außennetz. Knappe 10 Minuten später, nicht ganz, dann wieder Hoffenheim. Adam Scholloy lässt sich nicht zweimal bitten. Was für ein Treffer und Gladbach durch schöne Tore oben rein werden sie hier geschlagen. Der schlägt
Natürlich auch direkt unter der Latte ein, ist nicht ganz im Winkel platziert, trotzdem stark gemacht. Und Gladbach jetzt geschlagen. Belfodil, Scholloy, Kramaric, Belfodil nochmal zu Adam Scholloy. An das Aluminium geballert und dann kommt Belfodil noch herangerauscht und erzielt das 1:3. 74. Spielminute, jetzt war alles klar. Ärgerlich für Sommer, aber da kann er schlicht und ergreifend nicht mehr reagieren. Ein kurzes Aufbäumen noch, 10 Minuten vor dem Ende, aber eigentlich war diese Partie gegessen. Hofmann mit der Flanke, Vogt macht es dann aber selber etwas gefährlich. Baumann hält diesen Ball dann aber ohne Probleme fest. Player war auch noch mit dabei. Am Ende ein 1:3 und die Gladbacher drohen wirklich sogar noch die Europa League aus den Händen zu geben. Nico Willig hat es ja so ausgerufen, am Ende soll es der Relegationspokal werden, dazu sollte aber noch bestenfalls gepunktet werden, weil Nürnberg sicherlich nicht abschenken wird in den letzten drei Spielen. Hertha BSC hier mit dem besseren Beginn, Valentino Lazaro mit dem ersten Schuss, der senkt sich ganz gefährlich, hätte dann auch gepasst, aber Ron-Robert Zieler sicherer und wichtiger Rückhalt bei den Schwaben erstmal mit der Parade. Aber es wirkte eher so, als wäre es eine Frage der Zeit, bis der Ball dann wirklich einschlägt. Davy Selke verzweifelt aber weiterhin am Schlussmann der Stuttgarter. Das war jetzt schon viel Glück, Selke mit einigen Chancen, das hier nur eine eben von vielen. Über eine halbe Stunde gespielt, nun auch mal die roten Gäste. Donis über die rechte Seite, wird nicht richtig angegriffen, legt zurück. Pavard mit der perfekten Flanke und Nicola Gonzalez mit dem 1:0. 35. Minute, der erste Abschluss der Gäste und der sitzt gleich. Ohne Jahrstein ist noch mit dem Oberarm dran, kann es aber nicht mehr verhindern. Die Herthaner deutlich besser und spielt stärker, wollten zumindest noch ausgleichen vorm Pausenpfiff, aber wieder hatte Zieler was dazwischen. Starker Schuss von Andrej Duda, der hatte ordentlich Wucht und war auch nicht so schlecht platziert, aber diese Tat ist herausragend. Mit den Fingerspitzen kratzt Zieler den noch raus. So stand es dann nach 45 Minuten 0:1, durchaus schmeichelhaft. Aber man muss dann seine Chancen auch verwerten. Das wollte Diel von Pal Dada jetzt besser machen im zweiten Durchgang. Spielte weiterhin zielstrebig nach vorne. Sjelbred zu Valentino Lazaro. Valentino Lazaro! Und wieder Zieler. Konnte doch nicht angehen. Wenn er da schon so egoistisch ist und draufschießt, da muss er sitzen. Ansonsten wäre der Ball in die Mitte die bessere Option gewesen. Anschließender Einwurf, Sjelbred wird da auch nicht angegriffen. Mittelstädt sogar mal mit seinem rechten Fuß. Und der VfB Stuttgart konnte sich einzig und allein bei ihrem grün gekleideten Keeper bedanken, dass sie hier noch in Führung war. Eine knappe Viertelstunde vor dem Ende. Nochmal Hertha, Salomon Kalou mit der Flanke, aber Sosa rettet da in allerletzter Sekunde vor Lazaro. Der hätte den sonst eingenickt. Auch der hätte gepasst hier. Aber Zieler war wieder da und kratzte den noch aus. Letzte Aktion, der anschließende Eckstoß nochmal für die Hertha. Ein 1:1 für Stuttgart. Sicherlich nicht unbedingt zufriedenstellend. Und so konnten sie glücklich sein, dass der Schuss hier von Selke aus Spitzenwinkel auch nicht den Weg ins Tor fand. Nochmal also ein 1:0-Sieg für Stuttgart. Nico Willig mit 6 Punkten aus 2 Spielen, das kann sich doch sehen lassen. Der erste FC Nürnberg muss jetzt eigentlich die letzten 3 Spiele gewinnen, um noch realistische Chancen zu haben, da der VfB Stuttgart auch wieder zu punkten scheint. Hier gegen die bissigen Wölfe von Anfang an waren sie in der Defensive aber erstmal gefordert. 4. Minute, Weghorst mit dem ersten Schuss. Wurde gleich brenzlig. Christian Martenia, der am Ende das 1:1 gegen die Bayern noch festhalten konnte, war wieder da, wehrt diesen Ball richtig stark noch ab. Es war aber eine durchaus ansehnliche und offene Anfangsphase. Michael Ishak legt einmal quer zu Matheus Pereira, scheitert aber an Pavao Pervan. Und Pereira, der hier
auch den Führungstreffer gegen Bayern erzielen konnte am letzten Sonntag, scheitert hier am Castells Vertreter, der mit der Nummer 12 hier macht das richtig stark. Dann schlief die Partie kurz ein, aber knapp 10 Minuten vor dem Pausenpfiff wurde sie nochmal wachgeküsst vom Aluminiumtreffer durch Weghorst. Setzt er da per Kopf ans Quergebälk. Glück hier für Nürnberg, aber nochmal die Wölfe. Maxi Arnold steckt durch zu Weghorst und diesmal war er da. 44. Minute, dritter guter Abschluss für den Niederländer. Und diesmal trifft er. Die verdiente Führung jetzt mittlerweile für die Gastgeber. Also 45 Minuten noch Zeit für Nürnberg. Sie gaben sich natürlich nicht auf, haben sie in den letzten Wochen unter Schommers immer wieder bewiesen. Sie wollen es, manchmal können sie es einfach nicht. Oder manchmal ist auch Pech dabei. So wie hier, Robin Knoche schmeißt sich rein in den guten Schuss von Mikael Ishak. Hätte es ansonsten auch durchaus sein können, da fehlt nur wenige Zentimeter. 10 Minuten knapp jetzt im zweiten Durchgang gespielt und dann Yunus Mali mit dem Stich mitten ins Herz der Klubberer. Rechte Innenseite, rechts rein. Martenia kann gegen diesen gut angedrehten Schuss nichts mehr machen. Aber Nürnberg schüttelte sich kurz, spielte nun wieder nach vorne. Gerhard mit dem Fehler, Pereira zu Ishak und der Anschluss war geschaffen. Die Hoffnung war zurückgekehrt. 5. Saisontor für Ishak. Gerhard heute auf der linken Verteidigungsposition. Sperren und Verletzungen machen es möglich. Aber nun wieder der VfL. Rex Bischai schön durchgesteckt zu Klaus. Und Yunus Mali steht völlig frei am zweiten Pfosten und hält nur noch den Fuß hin. Doppelpack für Mali. Gut, steht da natürlich nicht völlig frei, aber Robert Bauer kommt nicht hinterher. Und so dann der Nackenschlag für Nürnberg. Und jetzt waren sie gebrochen in ihrer Mentalität. 80. Minute, nochmal eine Standardsituation. Arnold bringt den rein, Pereira klärt's. Aber Rex Bischai legt nochmal zu Jung. Weghorst, Tisserohr fast sogar noch mit dem 4:1. Das wäre aber auch zu viel des Guten gewesen. Der erste FC Nürnberg schlug sich hier über weite Teile wirklich gut, hat die Gegentreffer zu ungünstigen Zeitpunkten kassiert und ist mit diesem 3:1 nun vermutlich auch endgültig rechnerisch abgestiegen. Die Trauer ist da, der Frust ist da, trotzdem, man kann stolz auf sich sein. Man hat es in den letzten Wochen nochmal versucht, verliert hier aber mit 3:1 gegen Wolfsburg. Der BVB hat es wohl kaum noch für möglich gehalten, nach der Derby-Pleite noch im Titelrennen dabei zu sein. Aber das 1:1 von Nürnberg gegen Bayern macht es möglich. Und so die Schwarz-Gelben hier eher schwarz heute von Anfang an motiviert, nach vorne zu spielen. Gegen den SV Werder Bremen, dem im Endspurt der Saison die Luft etwas auszugehen scheint. Die erste Chance gehörte dann Mario Götze. Nach 6 Minuten ist er hier per Kopf da, aber Pavlenka hält den Ball. Gegen Schalke war Götze ja per Kopf zum 1:0 noch erfolgreich gewesen. Aber es war eine sehr dominante Partie der Elf von Lucien Favre und so kam sie zu nächsten erfolgsaussichtigen Abschlüssen. Weigel setzt sich da durch zu Axel Witzel, zu Thomas Delaney. Die beiden Sechser hier im Zusammenspiel und der Ex-Bremer fast mit dem 1:0. Für die Gäste, aber Pavlenka war wieder da und fischt den mit der linken Hand noch gerade so zum Eckball raus. Aber weiterhin der BVB hier die bessere Mannschaft und von Bremen nach vorne leider relativ wenig zu sehen. Axel Witzel, Thomas Delaney steckt nochmal zu Paco Alcacer zurück. Götze auf Axel Witzel und jetzt war der Treffer da. 5. Saisontor für den Belgier. Da können sie jubeln vor ihrem Gästeblock. Die BVB-Fans natürlich schon hart gebeutelt in dieser Saison. Und am Ende muss man sich fragen, sollte man nicht Meister werden, kann man jetzt zufrieden sein mit dieser Saison oder ist es eine Enttäuschung? Stolz dürfte auf jeden Fall da sein. Weiter spielten sie hier dann auch nach vorne. Paco Alcacer zu Mario Götze. Das geht ein bisschen zu einfach. Guerrero, Paco Alcacer piekt den Ball dann rein. 45. Minute,
2:0 für die Gäste, auch hochverdient, diese 2-Tore-Führung mittlerweile. Pavlenka aus kurzer Distanz kriegt den Fuß nicht mehr ran. So war es dann eine sehr einseitige erste Hälfte und die Hoffnung für die Gastgeber, dass es sich im zweiten Durchgang nun änderte. Und sie kam frischer raus und deutlich gefährlicher. Gebrselassie, Osako, Eggestein steckt gleich nochmal raus zu Osako. Die Flanke ist super und Max Kruse mit dem Kopfball. Aber Bürki im Glück, dass er da die Hüfte noch irgendwie ranbekommt. Jetzt das 1:2 und der BVB wäre vermutlich wieder nervös geworden. Toprak heute durch die Sperre von Wolf als rechter Verteidiger aufgestellt. Sieht man auch nicht so häufig, macht er aber gut. Hier ist Götze jetzt am Ball. Mario Götze, super Pass auf Thomas Delaney, der hier in der 57. Minute eigentlich alles klar machen muss. Aus 11 Metern kommt er völlig freistehend alleine vor Pavlenka zum Schuss. Doch der Ball wollte nicht rein. Halbe Stunde noch auf der Uhr. Jetzt dieser Fehler. Eggestein passte auf. Yuya Osako. Yuya Osako hat das Auge für Nuri Sahin. Doch auch er kommt wie sein Kollege Max Kruse nicht an Roman Bürki vorbei. Verdeckter Schuss und dadurch richtig schwer zu halten für den Schweizer. Er hat es aber gemacht und das richtig gut. Kontermöglichkeiten jetzt für den BVB. Konnten sie jetzt den Sack zumachen über Jadon Sancho. Jadon Sancho, Pavlenka mit der Supertat, lenkt den Ball ans Aluminium. Nochmal Sancho. Da ist er noch mit den Fingerspitzen dran und der Nachschuss dann nicht mehr gefährlich genug. 10 Minuten noch auf der Uhr. Der SV Werder Bremen glaubte jetzt auch nicht mehr so recht dran. Sancho nochmal. Flanke auf Witzel, ist die Frage, ob er den überhaupt finden wollte, in die Arme von Pavlenka. Am Ende ist es ein souveränes und verdientes 0:2. Besonders in der ersten Halbzeit war der BVB zu gut für die Bremer. Das Sonntagmittagsspiel zwischen Schalke und Augsburg sollte zumindest für eine Mannschaft die endgültige Sicherheit um den Klassenverbleib bedeuten. Die Frage war nun, für wen nach dem Derby-Sieg die Schalke euphorisiert, aber auch etwas fahrlässig. So diese Kontermöglichkeit in der Frühphase. Max mit der Flanke und dann Nastasic mit der Riesenaktion. Ganz wichtig, dass er den hier rauskriegt, sonst hätte es hier sicherlich schon 0:1 gestanden. Sonst brachte der erste Durchgang nicht wirklich viel Spannendes auf den Platz. André Hahn mit der Flanke. Auch erstmal versemmelt, aber Max hält den Ball drin und dann dieser verhunzte Flankenball, der sogar fast noch reingeht. Sehen wir hier, der Ball war noch nicht im Aus, stark von der Linie gekratzt und dann eben diese Flanke und der hätte vermutlich sogar gepasst, aber Nübel hält ihn dann fest, ist aufmerksam. Jetzt dann vorm Pausenpfiff auch endlich mal die Elf von Huub Stevens. Mascarell setzt sich da durch. McKennie nochmal nach außen zu Daniel Kelly, Jury und dann Suat Serda mit dem Kopfball. Das gefährlichste der Knappen im ersten Durchgang, aber kein Problem für Kobel. Den fischt da ganz einfach raus. Folgerichtig, torlos nach 45 Minuten. Es war wirklich enttäuschend bei zwei Mannschaften in den Anspruch und Wirklichkeit weit auseinanderklaffen, vor allem beim FC Schalke 04. Bei Augsburg dürfte man weitestgehend zufrieden sein, wie der Saisonverlauf jetzt vonstatten ging. Das hier hätte die Krönung sein können. Durch Philipp Max in der 52. Minute trifft aber nur das Aluminium. Die Fuggerstädter waren hier jetzt aber deutlich stärker. Serda erstmal mit dem Kopfball raus. Stafilidis macht es nochmal heiß. Und dann Gregoritsch gegen Nübel, starke Parade und ganz, ganz wichtig, wenn hier das 0:1 fällt, dann wird's in der Veltins-Arena richtig ungemütlich. Jetzt aber die Kontersituation und Oczipka, der sich da gegen Jonathan Schmid durchsetzen kann. Weston McKennie. Zum Schluss wurde es jetzt nochmal etwas spannender, aber wieder ist Kobel da. Diesmal war es durchaus anspruchsvoller. Wer zum Eckstoß ab? Aus dem resultierte nichts. Schalke wollte jetzt auf den Lucky Punch gehen.
knapp 5 Minuten vor dem Ende. Guido Burgstaller, Weston McKennie, Mascarell und dann Embolo zu Guido Burgstaller. 85. Spielminute, doch noch das 1:0 für Schalke. Den Lucky Punch eben heraufbeschworen. Und da bekommen sie ihn. Mit Ach und Krach sichert sich also der FC Schalke 04 hiermit wohl die Klasse. Ein relativ mittelmäßiges Bundesligaspiel. Und wenn es einen Sieger verdient gehabt hätte, dann den FC Augsburg. Die beiden Teams können jetzt eigentlich die Saison noch ganz entspannt ausklingen lassen. Aber wer Funkel und Streich kennt, die möchten hier gar nichts gemütlich machen. Und so startete Fortuna Düsseldorf durchaus gut in diese Partie. Stöger, dann Botzek mit dem Abschluss nach knapp 10 Minuten. Aber wirklich gefährlich wurde es hier noch nicht. Rein rechnerisch besteht ja noch die Gefahr, für Freiburg abzusteigen. Aber da muss es dann schon wirklich mit dem Teufel zugehen. Dennoch die letzten wichtigen Punkte möchte man nun einfahren. Luke Bacchio, dann Hennings, aber kein Problem für Schwolo. Die Anfangsphase der Freiburger war jetzt nicht wirklich gut und da konnten sie etwas glücklich sein, dass es noch 0:0 stand. Jetzt mal eine Kontersituation, starker Ball auf Yannick Kaberer, der vielleicht selber auch den Abschluss suchen kann, aber den mitgelaufenen Florian Niederlechner noch sieht und den auch bedient, dann ist es eine starke Parade von Michael Rensing, die verhindert, dass es hier wie aus dem Nichts 1:0 für die Breisgauer steht. Wir schauen auf den anschließenden Eckstoß, tatsächlich das letzte Highlight der ersten Hälfte. Niederlechner, richtig gutes Highlight war das, 22. Minute, danach dann viel Leerlauf. Aber der Kopfball hätte es durchaus verdient gehabt. Und dass keiner am zweiten Pfosten steht, bei Rensing hätte sich um ein Haar noch gerecht. Also ein 0:0 nach 45 Minuten. Bisschen mehr hatte man sich vielleicht schon erhofft. Aber es sind eben zwei taktisch und defensiv sehr gut eingestellte Mannschaften. Das wurde so auf diesem Platz nun auch deutlich. Yannick Haberer kann dann ein bisschen spazieren mit dem Ball. Grifo, dann Niederlechner, aber etwas symptomatisch. Der kriegt da den Ball, der ist gar nicht so schlecht, kann damit aber nicht umgehen. Und am Ende ist es relativ einfach zu klären. Über eine Stunde schon gespielt, nun mal Fortuna Düsseldorf mit einem Leichtsinnsfehler. Yannick Haberer dauert aber auch alles in allem zu lange. Höfler mit dem Ball, Grifo kommt nicht ran. Und Abstoß, das was aus dieser Szene herausspringt. Nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Nun auch wieder mal die Fortuna. Luke Bacchio wird von Hennings auf der rechten Bahn gesehen. Luke Bacchio hat die Übersicht. Da ist Adam Botzek. Adam Botzek haut einfach drauf und macht den Ball rein. 77. Minute. Das erste Saisontor. Wahnsinn, noch abgefälscht und dadurch unhaltbar für Schwolo. Der schlägt dann ein und so stand es dann. Nach 90 Minuten irgendwie 1:0 für die Gäste. Sie werden nicht ganz wissen, wie sie das geschafft haben. Der Dreier ist da und der Tabellenplatz 10 ist doch am Ende sehr zufriedenstellend. Der Abschluss des 32. Spieltages. Bayer 04 Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt. Champions League, Europa League. Was wird es am Ende sein? Für beide Teams irgendwie noch ein bisschen ungewiss. Aber das macht ja den Reiz dieser Spiele eben auch aus. Die erste Möglichkeit gehört hier Kevin Volland nach 9 Spielminuten. Aber Kevin Trapp hat mit so einem Ball natürlich gar keine Probleme. Nun auch die Eintracht musste ja unter der Woche noch ran gegen den FC Chelsea London. Hier kam sie dann durch Jovic in der 12. Minute zur ersten richtig guten Möglichkeit. Starke Abnahme. Dragovic ist nicht rechtzeitig dran. Radetzky, Ex-Frankfurter, hat Glück, dass der nicht einschlägt. Halbe Stunde gespielt. Havertz legt unfreiwillig zurück zu Wendell, der hält den Ball in der gefährlichen Zone. Ganz stark geht er da durch zwei durch und trifft dann nur das Aluminium. Brandt nochmal mit der Flanke, dann ist es aber geklärt. Was für eine Szene und was für ein Schuss
Das hätte den Treffer sogar verdient gehabt. Nochmal Leverkusen vorm Pausenpfiff. Hinteregger nickt das Ding raus, aber wieder Wendell. Charles Aránguiz. Und dann Julian Brandt nimmt sich einfach mal ein Herz und trifft das Ding perfekt. 41. Spielminute mit der Seite und sehen wir jetzt von hinten, was der für eine Flugkurve annimmt. Das ist nicht zu glauben. Kevin Trapp geschlagen und das unterm Strich verdiente 1:0 für Leverkusen und für Frankfurt jetzt im zweiten Durchgang mit schwierigen Aufgaben besetzt, mit schweren Beinen vor allem diese Aufgaben. Das wurde jetzt nicht unbedingt einfach mit dem Rückstand auf der Anzeigentafel. Kostic mit der Flanke, Mitchell Weiser dazwischen, aber wer auch schon im Vorhinein eine zu ahnende Abseitssituation gewesen. Knapp aber richtig. Dragovics Ellenbogen zählt ja nicht, ansonsten wäre es gleiche Höhe gewesen. Viertelstunde vor dem Ende. Nun Frankfurt mit einer Schlussoffensive. Rode, de Guzman aus Spitzenwinkel. Radetzky ist aber da und lenkt den Ball zur nächsten Ecke ab. Den trifft er richtig gut. Wäre aber wohl auch rübergegangen. Trotzdem geht der Finne da auf Nummer sicher. Anschließender Eckstoß. Nochmal so ein gefährliches Ding. Jovic legt ab zu de Guzman, aber Weiser ist dazwischen und drischt das Ding dann raus. Das wäre jetzt die Phase gewesen zum Ausgleich. Wir sehen auch Weiser mit der Brust dran. Nochmal die Frankfurter mit der letzten Kraft. De Guzman gegen Jonathan Tah setzt sich durch die Flanke. Noch abgefälscht. Da Costa kriegt aber keinen Druck mehr drauf. Und so endet diese Partie. Mit dieser Chance 1:0 für Bayer Leverkusen. Im zweiten Durchgang machten die Gastgeber deutlich zu wenig. Doch die schweren Beine der Frankfurter machten sich bemerkbar. Sie konnten die Schlussoffensive nicht mehr zu einem Treffer nutzen. Und so bleibt Leverkusen mittendrin im Kampf um den letzten Champions League Platz. Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Die letzten beiden Spieltage werden dann Konferenzen kommen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.